So, da sind wir auch schon wieder. Wir warten hier auf unseren Kollegen. In der Hoffnung, dass er, ja, das Gedicht, was wir hier gedichtet haben, vorträgt, um ein Fest zu veranstalten. Ist es? Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der Vers gefällt. Ich wollte gerade gucken, wo er bleibt. Aber da ist er ja schon. Da ist er ja schon. Da ist er ja, wenn er schon da ist. Na dann, komm ran. Lass uns der Königin. Ja, er setzt sich da unten hin. Mach das. Muss ich auch machen. Der setzt sich wirklich hin, das ist natürlich blöd. Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der Vers gefällt. Ich finde, wir haben ihn hervorragend wiederhergestellt. Sind wir bereit? Ich glaube, meine Stimme ist bereit. Ich hoffe, wir haben es gut gemacht. Perfekt, schwöre ich dir. Perfekt, wir haben es perfekt gemacht. Sieh zu, wie Björn es Olafs Vers vorträgt. Dann gehen wir hoch und schauen mal zu, wie er diesen Vers vorträgt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt ein Gedicht gedichtet. Und der wird das jetzt vor. Wir gehen auf diese Seite. Ja, ist die Zauberin. Sehr, sehr gut. Da könnte man dann vielleicht mal eine Seelenfalle holen, weil ich möchte ja auch gerne mal so eine Waffe herstellen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß ja auch nicht, wie das funktioniert. Mal gucken, was mal, ja, was passiert. So, erst einmal. Antrag vor. Ah, Viamo. Ihr seid gewiss gekommen, um dafür zu plädieren, dass das Fest der Verbrennung von König Olaf wieder stattfinden sollte. So ist es, Jarl. Ich möchte König Olafs Vers aus der Liederedda präsentieren. Er wurde erst heute im Grabmal des Barden gefunden. Ah, ihr hattet etwas erwähnt, das uns davon überzeugen würde, das Fest stattfinden zu lassen. Aber mit König Olafs verlorenem Vers hatte ich nicht gerechnet. Bitte fahrt fort. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig, eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. Oh. Kein Stimmenduell zwischen Drache und Mann. Im Kampf gab es weder Flamme noch Stich. Olaf und Numinex einigten sich ins Geheim. Olaf ward König, der Drache entwich. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Da Einsamkeit sich ihm nicht unterwarf, sann Olaf durchtrieben auf Einsamkeitsleid. Er fiel übers verbündete Winterfest her, wirkt Magie und beschuldigte Einsamkeit. So endet die Mär vom Lügner und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Badenkunst und übergibt König Olaf der Feuersbrunst. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht, Viarmo. Bei dem Fest geht es in Wahrheit darum, Einsamkeit hochleben zu lassen und falsche Könige zu verdammen. Ich danke euch und die Akademie dankt euch, Jarl. Zudem glaube ich, dass ein so prächtiges Gedicht Unterstützung verdient hat. Die Akademie wird dafür einen angemessenen Lohn erhalten. Oh, Reichtum. Nochmals danke. Ich werde mich darum kümmern, dass unser potenzielles neues Mitglied, das uns geholfen hat, das Gedicht zu finden, angemessen belohnt wird. Unglaublich! Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Heißt das, ich bin jetzt im Bade? Bald. Huh? Diese Dinge müssen ordnungsgemäß vonstatten gehen. Ihr werdet auf dem Fest eingeführt. Ihr müsst mit Jorn sprechen. Er hatte sich um die Vorbereitungen für das Bildnis von König Olaf gekümmert. Sagt ihm, er solle seine Vorbereitungen abschließen. Das Fest findet doch statt. Gut, okay, Fest findet doch statt. So, habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ja, habe ich. Wenn ich etwas von euch bräuchte, würdet ihr es. Werft einen Blick darauf. Verkaufen. Muss verkaufen. So, waffenmäßig. Stab des Zombies könnten wir verkaufen. Der ist eigentlich dumm, der Stab. Der ist richtig, richtig dumm. Kann man nicht verkaufen? Aber ja, Feuerroller. Ja, Gold. So, haben wir Bücher. Jetzt hat das hier unten hier. So, Buch der Heilung. Haben wir, glaube ich, schon. Können wir auch verkaufen. Das war es ja dann eigentlich schon. Das ist hier Gewicht 0,3. Gewöhnlicher Sehenstein. Das ist ja so. Ich brauche auf jeden Fall einen Zauber von ihr.
Nehme ich diesen Zauber, den teuersten Seelenfaller. Stirbt das hier innerhalb von 60 Sekunden, wird es in einen Seelenstein reingeschmissen. Kann man gebrauchen, unbedingt. So, gab es ein Problem? Nichts. Ich bin beschäftigt und werde nicht gern gestört, außer wenn ich von euch etwas erwarte. Ach, nun seht mich doch nicht so an. Also schön, vielleicht finde ich eine kleine Aufgabe, die euch beschäftigt hält. Wir haben ein kleines Vampirproblem. Oh. Es sind Leichen gefunden worden, die völlig blutleer waren. Ich weiß von einem Nest hier in der Nähe, das ihr zur Vorsicht ausräumen könntet. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich erwarte nicht, dass ihr auch nur das fertig bringt. So, hier ist ein Großkönig, ist aber ungesandt. Was macht ihr? Eure Sorge? Bitte stell auf als Hülle. Eigentlich nicht. Varnius Junius ist ein Dummkopf. Ich bin sicher, das wird keine Folgen haben. Wenn ihr es genau wissen wollt, dann könntet ihr wohl mit Falk reden. Er ist von der ganz gewissenhaften Sorte. Mhm. Ja. Vampire sind gerissene Jäger. Auf jeden Fall gerissener als ihr. Ich bin der Vogt. Die Jarl will mit gewöhnlichen Angelegenheiten des Hofes nicht behelligt werden. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Ja. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Na, ich glaube, das stimmt. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Oh, warum heißt die Wolfsschädel? Die Höhle hat eine finstere Geschichte. Vor langer Zeit hat Potema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Ach du Scheiße. Daher kommt der Name. Das war vor über 500 Jahren. Achso, das ist ja tot. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Ja. So, gibt's diese Pegasus-Flügel? Auf gar keinen Fall. Dieser Flügel ist schon seit Hunderten von Jahren abgesperrt. Aus gutem Grund. Es heißt, der Geist von Pelagius, dem Wahnsinnigen, spuke dort noch herum. Oh, okay. Ob es dort nun spukt oder nicht. Manche Überbleibsel seiner finsteren Herrschaft sollten besser begraben bleiben. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Bitte wendet euch mit allen Fragen an den Vogt, Falk Feuerbart. Ist ja gut. Es gibt hier so ein Entzauberungsalchemie-Dingens. So, was haben wir jetzt gelernt? Also, wir haben gelernt, also wir haben nichts gelernt, aber wir haben zwei Linkszauber. Oh, was ist hier? Chaos-Eier. Aha, cool. Wird aber als Zielstück gehen. Ja, genau sowas suchen wir. So ein Entzauberer. Weil wir entzaubern jetzt nämlich. Die Stiefel wollten wir entzaubern. Ja. Schön, Hals. Ja, Halskette tun wir entzaubern. Ausdauer. Können wir eigentlich behalten. Erste Mal. Vorerst zumindest. Totenrobe kann man nicht. 75% ist soweit okay. So. Elbenstiefel könnte man jetzt hier herstellen. Wählt ein Gegenstand und eine Verzauberung. Also ja, Verzauberung wäre natürlich nicht schlecht. Dass die Magie steigert, wäre natürlich Magie. Oder dass die Magie sich schnell regeneriert, ist ja auch nicht schlecht. Erfordert Verzaubern. Haben wir nicht, verdammt. Verdammt. Okay. So, also wir haben hier Land. Da ist ein Wolf-Dings mit irgendeinem Totenbeschwörungsmist. Ja, ist ja gut, ich stehe hier schon weg. So, wie komme ich jetzt hier in die Pelatius-Flügel? Das ist die große Frage. Weil wir machen jetzt mal kurz einen Quest, wenn wir nämlich schon mal hier sind. Der Vermisste, Rotwadronen, sprich mit den Graubärden, verschafft den Zutritt zum diesen Flügel in dem blauen Palast. Oh, das ist ja vielleicht Reidinger. Das ist ja ein bisschen viel. Zwei sind oben, den haben wir gefragt, der sagt ja nichts da. Hinten steht noch jemand. Ich muss mich um viele Dinge kümmern. Was braucht ihr? Niemals. Dort ist es gefährlich. Und Falk mag es nicht einmal, wenn ich und Erdi jedes Jahr hineingehen, um die Spinnen zu... Oh, ich hasse Spinnen. Wenn ihr wirklich wollt,
Nehmt euch nur vor dem Geist in Acht. Er hat sich mal an mich herangeschlichen und mich zu Tode erschreckt. Das steckte mir noch die ganze Woche in den Knochen. Wenn Erdi mich beim Plaudern erwischt, muss ich mir was anhören. Ja, jetzt muss ich dazu sagen. Spinnen, wenn ich das schon wieder höre. Oh, so übel. Da unten geht's lang. Da unten geht's lang. Da geht's rein. Dann auf den Meister da suchen. Für den einen Spinner. Das Meister will man hier los. Suche nach dem Meister hier drinnen. Wir gucken nach dem Meister. Finden aber derzeit nur Spinnen. Das ist mir nicht. Dann machen wir lieber hier noch. Ich hasse Spinnen. Was jetzt? Was jetzt? Ja! Noch etwas Tee, mein lieber Pelli. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach nein, wirklich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen? Singen? Lächeln? Alt werden? Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesem Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Bin ich hier solo oder ist Lydia mit da? Wisst ihr, ich habe die ganze elende Angelegenheit miterlebt. Einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, ein Fuchs, ein abgetrennter Kopf und und der Käse zum Sterben gut. What the fucking hell? Ja, ja, wie ihr schon unzählige Male gesagt habt. Ah, Rumpf. Nun denn, wenn ihr unbedingt so sein wollt, vielleicht gehe ich dann besser. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch. Ja, ja, geht. Überlasst mich meinen endlosen Pflichten und Aufgaben. Hä? What the fucking hell? Wie unhöflich. Ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Shiogurat. Wer oder was ist Shiogurat? Wer bist du denn? Wie unhöflich. Ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Moment mal, wo sind wir hier? In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Uh-huh. Ah, ist es euer erstes Mal? Ja. Wie habt ihr da geredet? Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren. Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Cool. Aber nicht schlecht. Okay. Wirklich? Oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Was ist das für ein Typ? Und? Heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeit Zeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ach, wirklich? Soll ich euch einen Urlaub holen? Ja, ja. Von wem? Ja, von so einem Typ. Moment! Sag nichts! Ich will es erraten. War es Molag? Nein! Der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es... ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall. Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Eigentlich nicht, nein. Ich weiß nur, was eure Frage sehen sich Wörter. Seid ein Verrückter, ich fürchte, ich kenne euch nicht, Sir.
Tut ihr doch. Irgendwie. Nein, nicht wirklich. Ich bin ein Teil von euch, kleiner Sterblicher. Ich bin ein Schatten in eurem Unterbewusstsein, ein Makel in eurer zerbrechlichen kleinen Seele. Ihr kennt mich, ihr wisst es nur nicht. Sheogorath, der dädrische Prinz des Wahnsinns. Oh Gott. Zu euren Diensten. Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Oh ich Gott. Gehe. Ganz richtig, ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Gute Idee. Unter einer Bedingung. Oh jo. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Wo liegt der Haken? Ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Nein. Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius dem Dritten. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Oh Gott, das ist ja übel. Ihr denkt jetzt sicher, kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit dem Wabajak? Na, das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Was? Benutze die Bombenjacken, um uns Pelagius Geist zu entkommen. Ja, ich habe hier viele, viele Richtungen. Viele, viele Pfeiler, ja. Dann geht's mal los. Ich gehe erstmal in diese Richtung und sehen, wo wir hinkommen. Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten... Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Wirts. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender. Aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Los geht's! Hm. So, sein Selbstvertrauen also vergrößert. Okay. So war das nix. Ihr seid mir nicht gewachsen. Also Räumfall gespielt, wenn ich richtig treffe. Ist das okay, treffe ich einen falschen? Ist nicht okay. Passiert nichts. Passiert auch nichts. Passiert auch nichts. Ah. Wunderbar, Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Okay. Das war ein bisschen unverständlich, aber es war soweit okay. Hier drüben haben wir noch was. Der ist ja echt beknackt, der Typ. Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Das ist ein Schaf, Digga, wach doch auf! Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Was ist das für eine komische Figur? Mutti? Okay, er ist immer den Anhau. Ohne sie ist das Leben einfach nicht dasselbe. Da kommt ein Monster. Das verwandle ich dann einfach nur. Das heißt ja, die Stratter. Getroffen? Das verwandelt sich dann? Der brennt gerade ein bisschen.
Kann ich mich heilen? Kann ich mich heilen? Ich würde mich gerne heilen. Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist. Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Ich kann nicht mal einen Heiltrank schlürfen. Ja, auf der nächsten, letzten Psyche. Das ist okay. Ja, der Typ ist aufgewacht. Ja, hat jetzt besser Selbstvertrauen. Das, ja, macht alles besser. Oh Gott. So, mal sehen, was jetzt hier drin ist. Mal sehen, was sie erwartet. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch hier sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius' Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Babajak, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Ich kann also meinen verwandeln die ganze Zeit. Ich habe ein anderes Elementar, jetzt habe ich ein Blitz-Elementar. Jetzt habe ich so einen Steingolem gegen so einen. Dann machen wir das Ding draus. Blitz gegen Feuer. Ah, ich brenne. Eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Feuer draus. Dann treffen wir. Dann wird ein Feuerfall. Alter! Was mich angreift. Spinnt wohl. Nicht getroffen? Immer noch nicht getroffen? Das ist ja nicht meiner. Das ist meiner. Gut, Blitz, Blitz. Aber Stein gegen links, gegen Blitz. Da weiß ich jetzt nicht, was besser ist. Feuer ist natürlich doof. Feuerblitz, okay. Kann man die da anhauen? Kapier ich gerade nicht. Oh, ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Was? Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Komische Spielchen. Wurde hier angegiftet worden. So, schnell hier raus. Vielleicht schaffen wir das noch, weil wir sind schon eigentlich über der Zeit. Aber gut, ein paar Minuten drüber ist für mich okay. Ich möchte jetzt noch die Questchen abschließen. So, komm, geht's jetzt nach Hause jetzt, Kollege? Komm. Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Äußerst schmackhafter Gemütszustand. Das Fischstäbchen. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut, ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. So. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht. Jetzt. Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig vernünftig.
Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach kommt er jetzt? Unglaublich. Ach, kommt er jetzt nicht? Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung, Bart. Ja. Bart? Ja, Gepäck. Und? Gepäck. Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Tschüsschen. Ja, wäre nicht schlecht. Ja, du, abgeschlossen. Der Geist des Wahnsinns abgeschlossen. Und du? Das wurde zu Hause. So schnell geht's mit der Quest. Quest abgeschlossen. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Sind aber da. Aber wir sind schon über die Zeit. Dann, meine Damen und Herren, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge dann. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.